Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in JR East Train Simulator. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich in den Simulator unterwegs gewesen bin. Das allererste Video zum Test, wo ich nicht so ganz beeindruckt war. Dann kamen Gott sei Dank ein paar Updates raus. Mittlerweile kann ich ihn empfehlen. Bis auf den einen Punkt, dass er nach wie vor echt teuer ist, auch was die DLCs betrifft. Fast schon schlimmer wie DuffTale Games. Es sind zigtausend Strecken schon gefühlt rauskommen. Ich glaube, 21 DLCs sind es alle zum Vollpreis, so im Schnitt von 44 Euro, beziehungsweise Dollar, plus minus, je nachdem wie umgerechnet wird. Und vor kurzem, wobei kurzem ist relativ, ist schon ein bisschen draußen, kam der DLC Narita-Linie und Kashima-Linie raus. Und diesen neuen DLC schauen wir uns heute an, beziehungsweise ein Teil davon, die Kashima-Linie. Da fahren wir hier mit der 2100 Series EMU und wir können da verschiedene Services fahren. Wir haben hier einmal Out of Service mit 4 Wagen, dann einmal hier In the Morning, fährt jeden Tag, das ist auch Morning, das ist Daytime und Evening. Und ich glaube, wir fahren mal den Service, wo viel los ist. Was sind das ja? 7 Uhr, 7 Uhr, 7.20 Uhr, 7.01 Uhr, 6.30 Uhr. Sonst fahren wir mal diesen Service. Und dann los. Also es ist schon schön, dass man da mehrere Fahrten machen kann, wo dann auch die Aufnahmen unterschiedlich sind. Und da wären wir auch schon da. Tja, mal hier rein. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie da sagen. Ich versuche einfach nur den Zug zu fahren. So, Türen zu. Abfahrt. 2番線, 出発, 進行, P 投入, 定時. Ja, was mich da ein bisschen dazu gereizt hat, mal wieder den JR East Simulator anzuschmeißen, ist, dass ich vor kurzem diesen koreanischen T-Simulator gespielt habe und der ist bei mir komplett durchgeflogen. Also vor allem audiotechnisch. Und JR East Simulator ist das 60. So viel besser. Der ist zwar arschteuer, aber da passt wenigstens der Ton zum Bild. Und auch das, was man sieht, ist irgendwo nachvollziehbar. Also das sind Weltenunterschiede. Oh, gehen wir mal rauf auf 85. Nächster Halt in 3 Kilometer. In Nobukata. ノブカタ、イタコ方面。第1号線、進行。各駅停車、サワラ行きです。この先、途中のイタコには7時10分、終点、サワラには7時27分の到着です。お客様にお願いいたします。携帯電話、スマートフォンはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。 Oh, endlich fertig. Da wird viel geredet. Und ja, das Schöne an solchen Simulatoren ist halt wirklich, dass man mal die echte Strecke hier so sehen kann, ohne dass man wirklich hingereist ist und halt noch ein bisschen Fahrfeeling hat. Ich bin immer noch Fan von den anderen Simulatoren, wo man ein bisschen mehr machen kann, weil das ist ja eigentlich, ja, es ist halt nur ein Video. Aber trotzdem, man ist einmal mal dabei, man sieht es immer genau. Okay, was schreibt denn der JR East so über die Strecke? Die Narita-Linie ist eine 75,4 Kilometer lange Strecke, der Bahnhof Matsuguchi in Kao City, Präfektur Chiba, mit dem Bahnhof Sakura in Tsukuba City, Präfektur Chiba, verbindet. Diese DC umfasst einen 94,7 Kilometer langen Abschnitt einschließlich eines. Habe ich mich mal ganz kurz konzentriert zum Anhalten. Außerdem habe ich gerade den falschen Text vorgelesen. Das ist von der größeren Strecke. Aber hey, 94,7 Kilometer bei der ersten. Wenn ich irgendwas fahrtechnisch irgendwas falsch mache, sei es bitte zu entschuldigen. Ich
bin da kein Experte für japanische Eisenbahn und Präzisionsanhalten, vor allem letzteres. Aber ja, ich habe mir schon mal gemerkt, ich muss auch schon nach den Vierer Marker halten. Oder den All Marker. So. Ich krieg das jetzt hier sauber hin. Da ist er. Ich nehme 4. Ja, gut, wir sind drüber. So, jetzt habe ich den richtigen Text. Also, die Kashima-Linie ist eine 17,4 Kilometer lange Strecke, die den Bahnhof Kashima Soccer Stadium in Kashima City Präfektur Ibaraki mit dem Bahnhof Katori in Katori City Präfektur Chiba verbindet. Dieser DLC umfasst einen 21 Kilometer langen Abschnitt einschließlich eines Teils zwischen den Bahnhöfen Katori und Sawara auf der Narita-Linie. Sie hat eine relativ kurze Geschichte im JR East Dienstgebiet, da sie 1970 eröffnet wurde. Also noch relativ jung. Obwohl die Kashima-Linie am Bahnhof Katori beginnt, ist der erste Bahnhof für betriebliche Zwecke der Bahnhof Sawara. Einige Züge fahren vom Bahnhof Narita ab, sodass Züge auf den Gleisen der Narita-Linie zwischen den Bahnhöfen Katori und Sawara verkehren. In der Vergangenheit verkehrte der Ayam-Expresszug bis zu 5-mal täglich. Ab 2024 gibt es einen Schnellzug, der direkt aus dem Raum Tokio verkehrt. Da der Bahnhof Kashima Soccer Stadium ein temporärer Bahnhof ist, verkehren Züge zwischen dem Bahnhof Kashima Jingu und dem Bahnhof Sawara, außer bei Veranstaltungen im Kashima Soccer Stadium. Die meisten Abschnitte der Strecke verlaufen auf erhöhten Gleisen, sodass die Passagiere die landschaftliche Aussicht auf Kitohara, Hitoshi, Tonne-Fluss und Tonne-Fluss genießen können. So. Genießen Sie das DLC der Kashima-Linie, während Sie ländliche Landschaft des Hokusa-Plateaus von der erhöhten Linie aus genießen. Schauen wir, dass wir hier nicht so schnell fahren. Besondere Merkmale: Möglichkeit vom Bahnhof Kashima Soccer Stadium auszufahren, der von regulären kommerziellen Zügen aus nicht bedient wird. Erste Implementierung eines Außerbetrieb-Fahrplans, also des Out-of-Service, auf JR East-Strecken. Durchsagen durch einen Zugbegleiter und Zeigen und Rufen durch einen Fahrer sind implementiert. Also das, was wir hier schon die ganze Zeit hören. Die Narita Cruise Supervisory Center ist dafür verantwortlich, für das, also für die Texte jetzt hier. Wollte ich vielleicht nicht Gas geben. Und insgesamt haben wir hier 7 Stationen, bei denen wir anhalten. Sicherheitsausrüstung ATS-P. So, ich mache mal wieder die Ansicht hier. Ich will ein bisschen was von der Strecke sehen. Aber sieht schön aus bis jetzt. Würde ich jetzt auch einfach mal so mitfahren. Ist natürlich auch als Fahrer geil, wenn man durch so eine Landschaft durchfährt. Es muss ja nicht immer Highspeed sein. Ist auch geil ab und zu. Aber so durch die Natur fahren. Ja. Schönes Fachwerkshaus da rechts. Irgendwann einmal geht der Löwe nach Japan. Aber ich denke, ich werde noch ein paar mehr solche Videos machen, also von JR East und anderen, wenn ich es finde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Abwechslung mal zu TD2, Simrail und Konsorten. Das ist ja noch spannender als bei den ganz normalen CapView-Videos, wo man halt nichts machen kann. Aber ich bin ein bisschen zu spät damit. Ist doch mal reizend, Schweizer Strecken so zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob es da für private, kommerzielle da irgendwas zu kaufen gibt.
番線場内進行4両板子停車進行停車。Ich würde ihr Untertitel ganz gut finden. Wo irgendwie steht, was der da eigentlich sagt. Ich meine, klar, er kommentiert die ganzen Signale und Co. So, Itako. Warte mal, es ist alles so sauber hier. Aber kein Mensch am Bahnhof. Die wollen alle nicht mit mir mitfahren. Gut, das muss reichen. Metz, 1番線, 出発, 進行, 定時. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mal zu warten und zu gucken, was passiert. Itako Hotel, Schleichwerbung. Der dritte Stufe bin ich. Ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich eher so mit Cockpit fahren soll. Oder halt so. Ich habe es jetzt so ganz gern, damit ich halt die Strecke da angucken kann. Und da beim Cockpit weiß ich nicht, die Ansicht oder halt die. Machen wir mal so ein Stück mit dem. Ein bisschen hin und her wechseln. Schadet ja nicht. Oh, 85, 1,5 Kilometer, Unikyo. Okay, sie sagt es besser. Ja, aber noch viel Landwirtschaft hier. So wie es aussieht. Aber Japan ist vor allem ein Fest für Leute, die Schmalspur haben. Ja, vorne ist der Bahnhof. Sieht jetzt nicht so aus, als ob der stark frequentiert wäre, der Bahnhof hier. Södele. Am Marker. Metz. Sehe ich noch? Ja. Ich glaube, die wollen, dass ich direkt so daneben bin, mit der Front. So, und ab hier weiß ich nicht, wie die Strecke aussieht. Mein Testfall ging genau bis hierhin. Aber wenn ich hier was zu sagen hätte, das ist Pfeifen, würde ich austauschen. Warum hat es hier so einen Kran? Einfach so random auf der Strecke.
次は香取。香取です。お出口は左側です。Ja, kann man nicht entscheiden, wie vorne. Es gibt ja mittlerweile auch einen offiziellen Merch-Shop von JR East, da kann man sich die Handschuhe kaufen, Farbleine etc. Und es gibt auch einen eigenen Controller, den sie jetzt unterstützen, der aber irgendwie von der Switch auch irgendwie kommt. Und zumindest nicht in der Switch-Logo drauf. Wäre jetzt natürlich noch geil, wenn Veldriver mit unterstützt werden würde. Hätte ich jetzt auch mal Spaß. Ja, das ist ein bisschen zu schnell. Wird schon keine Kündigung sein. Ja, aber in Japan, man weiß nicht. Juke,各駅停車、銚子行きは1番線から。Böse. 7時22分の発車です。お乗り換え時間が短くなっております。お気をつけください。 Oh, und damit auf 60. Ach, das ist so eine Wohltat für die Seele, der Sound. Aber da steckt auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Es tut mir auch eigentlich wirklich leid für den Korea-Simulator da. Aber ja. Wo steht denn da? Bauzug. Was war das? Da sind denn doch keine Leute. Ach doch, da ist jemand. So, kann man gelten lassen. Ah, sind sie immer noch da. Dort, Jutsu. Tem, 2番線. Abwart. 出発, 進行, 定時. Patan. 接近パターン解除制限45制限60. Ob die auch haltbar verlangen haben? Aber das gerade wegen diesem Gong, der davor gekommen ist, ob das nicht sogar genau dafür da war. お出口は右側です。 Wow, so schön hier. Limit upcoming.
Ich habe so die Vermutung, das war vielleicht ein Samstag, wo sie das hier gemacht haben. Es ist 7:30 angeblich. So wenig Leute. お乗り換えの案内をいたします。停車。各駅停車成田行きは1番線から7時37分の発車です。お降りの際、車内にお落とし物、お忘れ物、なさいませんようお気をつけください。 Ich werde nicht so aufgeschmissen. Also vor dem Japan-Besuch, da mache ich mal dann einen Crashkurs in der Sprache. Schade, dass sie es nicht mit auf Englisch noch ansagen. Patan, 25, oh, das war schon. Oh, das war ja kurzes Vergnügen. So, liebe Leute, nachdem die erste Fahrt relativ kurz war, gibt es jetzt hier noch diese eine Sonderfahrt. Und zwar fahren wir hier diesen MT vom Bahnhof Kashimira Soccer Stadium in Richtung Kashimiyingu. Damit das wird. Das werde ich nicht kommentieren, das könnt ihr jetzt einfach genießen. Und dann bis zum nächsten Abenteuer. Tem. 3番線出発進行B投入定時 B 投入よし。 制限50 制限解除。 中継進行汽笛水明第一栄速進行鹿島神宮2番線 中継制限 2番線場内注意制限454両鹿島神宮停車2番線注意停車 Thank you.
次は停車。Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.